Jack Norm ist aufgrund des Fotos von Walter Jones Gesicht und von Hubert DeLolos Aussage überzeugt, dass Jones Tod kein Unfall war, sondern ein Verbrechen. Naja, das hatten wir schon. Aufgrund mehrerer Spuren und Beweise bezüglich des Todes von Walter Jones konnte er herausfinden, wer sich in der fraglichen Nacht an der Schildkrötenplattform aufgehalten hat. Baena, Lorenzo und Hubert DeLolos. In dieser Nacht stritten sich Baena und Walter Jones. Und Baena ist vermutlich verantwortlich dafür, dass Jones von der Klippe fiel. Die Kratzer, der Fingernagel und die verwischten Fußabdrücke auf der Plattform haben Norm zu dieser Hypothese veranlasst. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Sammy. Sammy Deluxe. Vielleicht. Bin vielleicht Deluxe, auch nicht. Heute. Deluxe. So, wir wühlen jetzt in den Anwaltssachen. So. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das ist mal wieder sehr enttäuscht. Ach nein, hier ist noch eine Schublade. Okay, noch was? Auch. Aha. Noch was. Boah, drei Dinge. Okay. Verrückt. Der hat das gut versteckt in seinen Schubladen. Ja. So, was haben wir da? Schlichtung vor der Überstellung in die Psychiatrie. Was? Oh. Wer? Betreff Einigung vor Gutachten. Werter Kollege, wir setzen hiermit von der Entscheidung unserer Mandanten Billy und Sonja Jones in Kenntnis, aufgrund verschiedener Machenschaften, die ihren Rechten entgegenstehen, auf ein psychiatrisches Gutachten bezüglich der Person Walter Jones, ihrem Großvater, zu bestehen. Ach, die halten den für bekloppt? Meine Mandanten sind überzeugt, dass diese Machenschaften einer Verschlechterung von Mr. Walter Jones geistiger Zurechnungsfähigkeit zuzuschreiben sind. Bevor dieser Antrag jedoch an das Gericht überstellt wird, möchten wir Sie bitten, einen ersten Schritt zu unternehmen, diesen Zwist zu schlichten. Ach. Ach was. Brief von Walter Jones an Noland. Oh Gott, diese Schrift. Mein lieber Hubert, du kennst nur zu gut die Gefühle, die ich für meine Enkel hege. Ich spreche genauer von Sonja und Billy, deren letztes Projekt, mich hinter meinem Rücken in eine psychiatrische Anstalt einweisen zu lassen, mir ein wenig Sorge bereitet. Ha, diese Aktion beeinflusst natürlich meine Position hinsichtlich ihres Erbteils. Enterbt, zack. Ich habe meine Meinung bezüglich dieser Angelegenheit kein bisschen geändert und halte die beiden für unzu, was? Unruhestiftende Parasiten, die in ihrem ganzen Leben keinen Finger gerührt haben, um sich etwas selbst zu verdienen. Was Marco anbelangt, ärgert es mich zu sehen, ja, dass er seine politische Karriere wegen der Affäre mit einer kleinen russischen Schlampe wegwirft, die zu ehrgeizig ist, um ehrlich zu sein. Wow, okay. Ich überlege, Sie und Ihre Partner einzuladen, um diesen Mist zu verkürzen, während ich Sie in dem Glauben lasse, dass ich mich mit Ihnen versöhnen will. Und ihnen den Großteil meines Vermögens vermachen werde. Nichts da! Ich warte ungeduldig auf deinen geschätzten Rat hinsichtlich dieser Angelegenheit. Viele Grüße, Walter. Wow. Jones war sehr gerissen. Ja. Selbst bei seiner Familie. Ja. Okay. Rache, ne? Und so. Was ist die Frage? Wurde die Kette, die Walter Jones um den Hals trug, gestohlen? Und von wem? Was? Mhm. What? Verzicht auf die Überstellung. Ja, das ist okay. Bestätigen, dass unser Großvater, ja, hier Sonja und Billy bestätigen, dass unser Großvater Walter Samuel Jones im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Ach, jetzt doch. Nachdem der die Gegend eingeladen hat. Und, Ach so, nee, dann geht's doch gut. Ja, Er hat nie unter psychischen Krankheiten oder Problemen gelitten, die seine Handlungen und uns oder anderen gegenüber aus welchen Motiven auch immer getrübt haben könnten. Wir werden von jetzt an darauf verzichten, juristische Schritte einzuleiten, die darauf ausgerichtet sind, ihm seine Rechte sowie seinen privaten und oder geschäftlichen Besitz abzuerkennen. Tja, haben wir uns jetzt anders überlegt. Wir geben zu, dass unsere Handlungen in der Vergangenheit den alleinigen Zweck hatten, uns vor einer Enterbung zu schützen. Okay, na gut. Sie haben ein Arrangement getroffen, das steht fest. Ja, nett. So, Untersuchungsvollmacht, ja okay, das hatten wir. Autopsiebericht. Thrombose.
Thrombose der linken Lungenarterie aufgrund einer Perforation der linken Lungenarterie aufgrund der Penetration durch eine Kugel, die anschließend am Brustbein zerschmettert. Wow, okay, der ist erschossen worden. Huh? Was? Kleidung. Okay. Der Zustand der Leiche ist gut. Die Leiche fühlt sich kalt an, da sie eine beachtliche Zeit im Meerwasser gelegen hat. Ach ja. Naja, das... Hämatome. Felssplitter, bla bla. Schnitte. Weiblicher Fingernagel. Ja, den hatten wir. So. Hämatom. Kette vom Hals gerissen, ja. Okay, Hämatom an den Fingerspitzen. Kausalensand. Körpertemperatur, bla bla bla. Atemwege. Früherer Infarkt. Ja, gut, dann. Okay. Walter Jones wurde ermordet. Ja. Die Kugel in seiner Brust hat ihm keine Chance gelassen. Dann hat er nach dem Sturz also noch gelebt. Mhm. Der Aufprall der Kugel hat dafür gesorgt, dass er weiter runterfiel. Mhm. Ach so. Ja, das ist die Untersuchungsvollmacht. Da. Okay, gut. Davor hatten wir illegal ermittelt. Ja. Wurde die Kette, die... gestohlen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das haben wir noch nie jemand gefragt. Nee. Aber eine Sache müssten wir ja schon haben, ne? Dann Wieso? Nehmen wir doch das Ketten, weil hier ein Mini-Balken ist. Ah, das bedeutet, dass man die hat? Ja, dass man schon was hat. Ich nehme mal davon, ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Kann sein. Ja, oder vielleicht... Ja, kannst du das mal da lassen. Ja, ich lasse das da. So, jetzt werden wieder fröhlich Leute befragt, nehme ich an. Wir hatten aber nur ein oder zweimal eben. Sorry, ja. Nee, wir können jetzt alle Räume durchsuchen. Wir hatten ein oder zwei Leute mal gefragt, wem das gehört und so. Ja. Und nicht viele hatten eine Ahnung. Das stimmt. Ich kann den direkt fragen oder nicht. Ja, aber ich gucke erstmal, also. Wir wollten doch immer schon mal hier durch. Huch! Wow! Oh, ich kann ein Foto machen. Da sieht man auch seine Kette drauf. Wahrscheinlich. Nicht übel, Mr. Jones. Es ist so witzig. Sehr bescheiden. Ja, voll. Sehr schön. Alles steht hier unter Wasser. Oh, toll. Sind da. Okay. Gibt es hier noch was zu sehen? Vielleicht. Ach so. Von da hat er angeblich gesehen, ne? Ja? Ach so, der Anwalt hat angeblich gesehen, wie man den geschützt hat. Ja, und jetzt sieht man halt, dass die Insel langsam im Meer versinkt. Wegen dem Turm, weil der zu schwer ist für die Insel. Sagt Kolio. Den haben wir schon irgendwann mal zu dem Thema befragt. Der fand den Turm nicht so gut, weil seine Insel im Meer versinkt. Deswegen heißt dieses Spiel Sinking Island. Badum. Okay. Kann man sich eigentlich auch denken. Das? Was ist das? Was bist du? Etwas Blinkendes. Super. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nicht mal... Eine schöne kleine Safari der Familie Jones. Okay, aber ich will das aufmachen. Vielleicht kommt das... Kommt die... Seltsam. Ach so. Die Schubladen sind zu. Und es gibt kein Schlüsselloch. Mhm. Vielleicht ist es nur ein Licht, kein Knopf. Sind zu. Ja, und es gibt kein Schlüsselloch. Verstehe. Ja, gut, okay. Haben wir eigentlich sowas wie ein... Ja, haben wir tatsächlich. Kleiner Papierblock, Graphitpulver. Ja, okay, Schlüsselkarte. Naja, nee, das... nein. Okay, gut. Mhm. Spannend. Ja, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Aber nicht jetzt. Die Waffen. Ah, was? Da ist ein Schrank voller Waffen. Wow. Ja, wie konnte ich den übersehen? Also wenn er erschossen wurde? Ja, gibt das durchaus Sinn, ne?
Ja, dann nehmen wir doch mal die. Okay. Vielleicht kann man. Fingerabdrücke. Ja, genau. Hier vielleicht irgendwo. Hier gibt das Sinn. Noch nicht. Oder muss man erst. Was? Vielleicht muss man noch in Bericht dann gucken, wie nochmal die Dimensionen von. Ja. So. 7.03, ne? Was? Sehr groß eigentlich. In erster Seite, glaube ich. Jo, 7.03. Tja. Ich weiß auch nicht, was diese Zahlen da bedeuten. Nee, ich auch nicht. 7.03. Vielleicht muss man das lernen erst. Vielleicht, ja. Was für Patronen die nutzen. Ja. Okay. Kann man nicht anwenden. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir. Aber wir haben sie gesehen, die Waffen. Hier sind noch. Das Kaliber dieser Munition ist nicht identisch mit dem der Kugel, die in Walter Jones Leiche gefunden wurde. Gehen wir jetzt alle durch. Das Kaliber dieser Munition ist nicht identisch mit dem der Kugel, die in Walter Jones Leiche gefunden wurde. Sind die alle gleich? Das Kaliber dieser Munition ist nicht identisch mit dem der Kugel, die in Walter Jones Leiche gefunden wurde. Diese Patronenschachtel der Winchester Short Magnum 270 ist offen. Und es fehlen einige Patronen. Hey. Kaliber 7.3. Wie die Kugel, die Jones getötet hat. Jetzt muss ich nur noch die passende Waffe dazu finden. Aha. Winchester, ne? Vielleicht ganz hoch. Die müsste da. Eine 270 Winchester Short Magnum. Ja, dann. Nein! Was? Das ist keine Winchester Kaliber 270. Nee, das ist schon klar. Aber bringt uns das jetzt was, wenn wir... Keine Ahnung. Nein. Ja gut, dann nicht. Das ist keine Winchester-Kaliber 270. Ja, ich weiß. So. Gut, ist hier noch was Spannendes? Walter Jones hat seine Waffen gut gepflegt. Okay, gut. Zack, zack. Na gut. Klack. Interessant. Okay. Kannst du Fingerabdruck am Fenster? Weil dann hat man aus diesem Fenster... Aber ja, das könnte sein. Wobei, nee, das habe ich schon versucht. Also, mit dem Fingerabdruck, glaube ich, oder? Hatte ich nicht. Griff. Ist, okay. Ja, nämlich. So. Okay. Dann befragen wir nochmal den Anwalt, wenn wir schon an dem vorbeilaufen. Bibliothek. Genug gelacht. What? Ich bin der Vertreter der Gesetzgebung auf dieser Insel und habe hier einen Mord aufzuklären. Wer hat denn gelacht? Genug gelacht, jetzt bin ich am Zug. Bisher hatten wir alle Fun, aber jetzt... Sie sind kein Forensik-Experte, oder? Dann können Sie mir bei Walter Jones' Autopsiebericht nicht weiterhelfen. Da wäre ich Ihnen keine große Hilfe, Inspektor. Ich bin jedenfalls überrascht, dass Walter wie ein Kaninchen abgeknallt wurde. Das ist unfassbar. Die Autopsie stellt fest, Walter Jones starb durch eine Schusswunde im Rücken und nicht infolge des Sturzes von der Schildkrötenplattform. Trotz all der Zweifel ob dieser Umstände hatte Baina nichts mit seinem Tod zu tun. Naja. Dennoch würde ich gern Ihre Meinung zu dieser Angelegenheit hören. Ich bin ausgesprochen überrascht von dem, was Sie da sagen. Das bedeutet, dass ihn Baina gar nicht getötet hat, als sie ihn von der Klippe schubste.
Ups. Aber Sie werden zugeben, dass Sie den armen Walter trotzdem erschossen haben kann. Hä? Und Ihr Vater Colio könnte ihr geholfen haben. Haben die beide abgedrückt oder wie? Wie denn? Was haben Sie zur Tatzeit, also gegen 23 Uhr, gemacht? Bei allem Respekt, Inspektor. Vergessen Sie nicht, dass ich Ihnen bereits alles gesagt habe. Das war eine ganz normale Frage. Noland, ich weiß jetzt, dass Sie mich einlullen wollten, als Sie behauptet haben, nichts von Walter Jones' Plänen für sein Anwesen gewusst zu haben. Machen Sie sich nicht lustig über mich. Ich gestehe Ihnen nicht alles über das gesagt zu haben, was ich über Walters Gefühle für seine Enkel oder seine Pläne wusste. Aber Sie sollten wissen, dass ich Walter diesbezüglich nicht beraten habe. Ich besitze einen gewissen Familienbesitz. Dieser Brief wurde vor einiger Zeit aufgesetzt, als mir Walter noch vertraute. Aha. Wenn die Erben etwas erben wollten, dann sah es nicht gut für sie aus. Was denken Sie diesbezüglich? Ich werde offen zu Ihnen sein, Inspektor. Ich habe Walter Jones geschätzt und respektiert. Aber dieser Walter Jones war schon lange vor seinem Tod verschwunden. Nach diesem schrecklichen Unfall hatte er jeglichen Bezug zur Realität verloren. Dass er behindert und an seinen Rollstuhl gefesselt war, machte ihn paranoid und anfällig für gewaltige Wutausbrüche. Walter Jones wurde zu einem Raubtier, das von der Idee besessen war, seine Erben wollten ihm sein Vermögen. Och. Er wandte sich gegen seine eigenen Nachkommen. Er tat alles erdenklich Schlechte, um ihnen in jeder Weise weh zu tun. Seine letzte Tat war, sie so zu manipulieren, dass sie ihn nicht in psychiatrische Behandlung gaben, indem er sie glauben ließ, sie würden alles erben. Es gibt kein Testament zu ihren Gunsten. Aber was hätte ich tun sollen? Sie sollten wissen, dass Jones, Sonja und Billy für Taugenichtse gehalten haben. Ja, das haben wir gelesen. An Marco hat er kurz geglaubt, hielt ihn dann jedoch auch für einen Versager, weil er sich nicht von Christina trennen wollte, die laut Walter eine Skrupellose... Nee, die hat sich anders ausgedrückt. Ja. Ja. Trug Walter Jones zu der Zeit eine Halskette? Da gibt es keinen Zweifel. Sie sieht genauso aus. Dieses Familienfoto ist sehr rührend. Oh. Wegen der Waffe in ihren Händen vermute ich, dass sie schießen können. Das Foto wurde in Tansania geschossen. In diesem Jahr gehörte ich zur Jagdgesellschaft, habe aber nie auf Tiere geschossen. Damals nahm Walter seine Enkel gern mit auf Safari. Er meinte, das würde ihrer Erziehung zugutekommen. Na gut, pädagogisch wertvoll. Wissen Sie vielleicht, ob Walter Jones in der Mordnacht etwas um den Hals getragen hat? An diesem Abend habe ich nicht darauf geachtet, Inspektor. Aber normalerweise trug er eine Halskette. Danke für die Informationen. Ein bisschen was vergleichen kannst du da wahrscheinlich. Also zumindest habe ich hier eine Aussage. Was? Die Halskette? Was? Nein, steht da gar nicht. Aber wahrscheinlich... Ja. Ja. Was? Ich wollte vielleicht... Geht mal so vergleich. Super, okay. Ja, später. Ich dachte vielleicht das Foto, oder guck dir das Foto an von ihm. Welches? F. Da, genau da. Genau das da. Hier? Das hier? Ja. Ja, okay. Ne, ich dachte, das vergleich mal mit der Kette und dann weiß ich. Genau. Ja. Vielleicht. Der andere hat die Waffe. Welche? Was? Der andere F hat. Das leuchtende F, da Foto. Das hier? Ja. Ja. Hübsch. Okay. Gut. Aha. Ja, dann geht's weiter. Machen Sie's gut, Herr Anwalt. Wir gehen jetzt Leute befragen. Vielleicht fahren wir mal nach oben. Vielleicht ist Lorenzo in seinem Büro. Kann ja sein. Wo wir schon mal hier sind. Ah ja, da ist er. Mach die Waschmaschine wieder. Ja, ist genau das. Lorenzo, ich habe die Untersuchungsvollmacht, die mir alle Rechte gewährt.
Ich brauche eine Schlüsselkarte, die alle Türen des Turms öffnet. Kein Problem. Hier, bitte. Ah. Sie gehörte einem Angestellten, der Zugang zu allen Räumen hatte. Und dann finden Sie den Schuldigen schnellstmöglichst ins Bett. Na gut. Danke, Lorenzo. Ja, ich habe noch mehr Fragen. Lorenzo. Ja, unbedingt. Sehen Sie diese Untersuchungsvollmacht? Sie gibt mir das Recht, in jedem Winkel des Turms herumzustöbern. Ich bin so wichtig. Und dazu gehören auch Ihre persönlichen Dinge und Habseligkeiten. Hey. Sie sind kein Forensik-Experte, oder? Dann können Sie mir bei Walter Jones' Autopsiebericht nicht weiterhelfen. Ich weiß nicht, woher die Kugel kam. Aber sie hat ihr Ziel gewiss mit tödlicher Präzision getroffen. Dieser Mörder macht mir eine Heidenangst. Und ich kann Ihnen nicht helfen, Norm. Die Autopsie stellt fest, Walter Jones starb durch eine Schusswunde im Rücken und nicht infolge des Sturzes von der Schildkrötenplattform. Trotz all der Zweifel ob dieser Umstände hatte Baina nichts mit seinem Tod zu tun. Dennoch würde ich gern Ihre Meinung zu dieser Angelegenheit hören. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Dann wird Baina nicht länger verdächtigt. Das rechne ich Ihnen hoch an, dass Sie Ihren Fehler einsehen. Ach, der mag die schon ganz gerne. Ich schätze, Sie wissen noch nicht, welche Waffe bei dem Verbrechen verwendet wurde. Doch, doch. Was haben Sie zur Tatzeit, also gegen 23 Uhr, gemacht? Das habe ich Ihnen schon erzählt. Ich habe Mr. Jones für das gehasst, was er Baina angetan hat. Aber ich bedauere den Tod des alten Mannes wirklich. Ich weiß noch, dass mich Bainas Gewalt sehr überrascht hat. Auch wenn ich verstehen kann, dass er sich an Jones rächen wollte. Nach seinem Sturz kam ich aus meinem Versteck, um Baina zu trösten. Mhm. Ich versprach ihr, sie zu beschützen. Mhm. Ich war bereit zu bezeugen, dass der Alte sie wieder bedrängt hatte. Aber Baina stieß mich weg und suchte Zuflucht in der Hütte ihres Vaters. Ich gestehe, dass ich in diesem Moment überzeugt war, dass sie ihn absichtlich gestoßen hatte, dass sie sich an Jones rächen wollte und dass sie ihren Peiniger nur aus diesem Grund begleitet hatte. Ich dachte in der Tat, dass sie nur auf die Chance gewartet hatte, um sich an ihm zu rächen. Und jetzt sagen Sie mir, dass Baina unschuldig ist, Inspektor. Sie muss mich dafür verachten, dass ich sie für schuldig gehalten habe. Trug Walter Jones zu der Zeit eine Halskette? Das kann ich bestätigen. Das war seine Kette. Wissen Sie vielleicht, ob Walter Jones in der Mordnacht etwas um den Hals getragen hat? Ich erinnere mich gut, dass Mr. Jones diese Kette immer um den Hals trug. Warum sollte er sie abnehmen, wenn daran der Schlüssel zu seinem Zimmer und Safe ist? Sie haben mir sehr geholfen. Ah, deswegen hat man... Deswegen ist es jetzt verschwunden. Aha. Okay. Ja, wahrscheinlich, dass er das immer getragen hat, ist vielleicht wichtig. Immer getragen. Weiß nicht. Ja. Keine Ahnung, kann man ja immer noch ändern. So. So, wir sind wichtig. Wir können jetzt alles durchsuchen. Ja. Aber das haben wir schon. Ja, da war die Jacke. Ja. Egal. Wir haben uns nicht mal die Mühe gemacht, den Schrank zu schließen. Notfall im Turm von Zagora. Bitte, helfen Sie uns. Notfall im Turm von Zagora. Bitte, helfen Sie uns. Notfall im Turm von Zagora. Bitte, helfen Sie uns. Nichts. 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 Der Hurricane muss die Funkverbindung gestört haben. Und die Retter haben zu viel zu tun. Oh mein Gott, seit 2 Stunden schreie ich in diesen verdammten Sender und es kommt keine Antwort. Brüll doch nicht so. Warten Sie. Mhm. Da ist etwas. Vorausgesetzt das. Notfall im Turm von Zagora. Bitte, helfen Sie uns. Hier spricht Lorenzo Battaglieri. Captain Clamps hier, von der Saleh-Basis. Turm von Zagora, ich höre Sie. Hören Sie? Hier ist der Turm von Zagora. Ja. Ich bin Lorenzo Battaglieri. Ja. Hören Sie. Ich bitte um sofortige Evakuierung. Wir sitzen im Turm fest. Er kann jeden Moment einstürzen. Was? Was? Saleh-Basis an den Zagora-Turm. Nachricht erhalten. Moment. Gibt es Verletzte? Haben Sie Vorräte? Was glauben Sie? Wie lange hält der Turm noch? Zagora-Turm an Saleh-Basis. Keine Verletzten. Eine Frau krank. Was? Braucht ärztliche Hilfe. Wir haben genug Wasser und Vorräte. Der Turm wird keinen weiteren Sturm mehr überstehen. Captain Clamps von der Saleh-Basis an den Zagora-Turm. Nachricht erhalten. Ihre Lage ist nicht dringend. Was? Unsere 3 Rettungsschnellboote sind 2 Tage von Zagora entfernt. What?
Sie sind damit beschäftigt, verletzte und in Todesgefahr befindliche Personen in der Reihenfolge ihrer Prioritäten zu evakuieren. Unser Hubschrauber kann aufgrund der Wetterbedingungen nicht starten. Ich kann Ihnen im Moment nichts versprechen. Over. Super. Tja. Was zum Teufel? Viel Glück. Sie haben keine oberste Priorität. Sie überlassen uns unserem Schicksal. Super. Tja. Das ist normal. Die Lage ist schwierig, aber nicht hoffnungslos. Die Malediven hat es schlimmer getroffen als uns. Wir finden eine Alternative. Sie haben recht. Ich denke mir was aus. Aber bei dem Wetter... Was halten Sie davon, Lorenzo? Nein, das ist eine blöde Idee. Wovon? Wovon jetzt? Hä? Welche Idee? Sollen wir ein letztes Mal rummachen? Das ist eine blöde Idee. Bevor der Turm... Vor der Turm. Nee, nee, lieber nicht. Ja. Nee, lass mal. Ja, die Leute gucken zu. Das war ein Vorschlag. Oh Mann. Ich bin jetzt echt neugierig. Was er da wollte, ne? Ja. Hey, Lorenzo, was denkst du? Das ist eine blöde Idee. Lass mal nicht machen. Wenn das unser letzter Nacht ist. Ja. Ich muss Lorenzo fragen, wofür man die Maschine nutzt. Welche Maschine immer noch, ne? Naja. Ja, gut, das hatten wir ja das schon. Wir haben alles schon durchsucht. Hier ist auch Ende. Lorenzo, was meintest du vorhin mit deiner Idee? Ich lache immer noch. So. Wussten Sie beim Bau, dass dies Überschwemmungsgebiet ist? Absolut nicht. Das ist eine Katastrophe, keine einfache Flutwelle und weitaus ernster. Ich denke, diese Insel ist drauf und dran, im Meer zu versinken. Ja. Verzeihen Sie, ich bin abgelenkt. Ich habe diese Woche. Bis später. Ich bin kurz abgelenkt, weil diese Insel versinkt. Aber, also, ja. Auch. Unter wusste anderem. Sie, dass die Insel versinkt und wir alle sterben? Sorry, ich war abgelenkt. Das ist eine blöde Idee. Ich gehe. Okay. Oh, oh Mann. Sehr schön, sehr schön. Das war bei 20. Da wohnst du vielleicht? Nee, in 16 wohne also. Ich. Aber hier war nichts, oder? Ja, vielleicht. Aber doch, ich habe ja die Schlüsselkarte, richtig. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Hab ich doch. Von dem Mitarbeiter. Piep. Mit der Schlüsselkarte komme ich hier nicht rein. Nein? Aha. Wieso das denn nicht? Ich bin enttäuscht. Puh, dann gehen wir halt. Komisch. Wirklich. Ich dachte, es wäre jetzt hier... Der Mitarbeiter dürfte überall rein. Aber nur fast. Achso, hätte bis unten fahren sollen. Na, ist egal. Was macht man dann hier oben überhaupt? Gar nichts. Die Bar anstarren. Egal. Gehen wir hier raus. Lolo. Ach, das war hier der einladende Garten. Ja, normalerweise ist das ja ganz schön, aber gut, hier ist ja auch niemand. Vor allem durch den Turm läuft noch ein Wasserfall, ne? Auch sehr... Ja. Mhm. Okay. 17. Ah ja. Immer noch bei der Waschmaschine. Genau. Sie wirtschaftet. Oh. Ich warne Sie. Die Regeln haben sich geändert. Ich bin der Inspektor. Das sind Männchen wichtig. Wir sehen so, als hätte keiner kooperiert oder so. Wir waren doch die ganze Zeit. Mit allen Mitteln abzuschließen. Wir wollen hier nur sagen, wer hier der Chef ist. Hier keine Mätzchen. Mann. Oh Mann. Sie sind kein Forensikexperte, oder? Dann können Sie mir bei Walter Jones Autopsiebericht nicht weiterhelfen. Ach, das Norm. Und Ihre Ermittlungen nimmt langsam eine gefährliche Richtung. Sie verdächtigen doch wohl niemanden von uns. Wer soll das sonst gewesen sein? Ja, also ich meine, wer ist denn sonst noch hier? Walter Jones starb durch eine Schusswunde im Rücken und nicht infolge des Sturzes von der Schildkrötenplattform. Trotz all der Zweifel ob dieser Umstände hatte Baina nichts mit seinem Tod zu tun. Dennoch würde ich gern Ihre Meinung zu dieser Angelegenheit hören. Es ist ein Albtraum. Mein Großvater wurde erschossen, aber ich verstehe nicht. Das ist unmöglich. Was haben Sie zur Tatzeit, also gegen 23 Uhr, gemacht? Zwischen 21.45 Uhr und 23 Uhr war ich im Restaurant. Zuerst habe ich mit Billy und Clara die Tische abgeräumt. Denn da es keine Bediensteten mehr gibt, müssen wir das wohl selbst tun, was?
Danach sah ich mit Martin fern. Billy langweilte sich und schlug vor, Poker zu spielen. Ich glaube, Poker ist das Einzige, das für meinen Bruder existiert. Clara stritt sich mit ihm und die Stimmung verschlechterte sich. Ich finde Poker eher langweilig. Also begannen Martin, Christina und Billy zu spielen und ich ging in Lorenzos Studio. Die Sicht von da oben ist spektakulär und ich sah zu, wie der Sturm über die Insel hinwegfegte. Ich liebe Stürme. Ich war allein. Lorenzo war nicht da und ich trank etwas. Aber ich möchte gleich auf etwas hinweisen, Inspektor. Ich konnte den Küstenweg nicht sehen. Von Lorenzos Studio kann man nur auf einen anderen Teil der Insel herabsehen. Lorenzo kam nicht wieder und nach einer Weile hatte ich genug. Verstehen Sie das nicht falsch, Mr. Norm. Ich wollte nur mit ihm reden. Mehr war da nicht. Mhm. Er ist ein Exzentriker und Einfallspinsel. Danach haben wir nicht gefragt. Als ich wieder ins Restaurant kam, spielten Billy, Martin und Christina immer noch. Ich konnte es nicht ertragen. Billy hatte mit dem Pokern fast sein Leben zerstört und ich ertrage es nicht, wenn er spielt. Christina wollte zu Bett gehen. Martin ging auf unser Zimmer, um ein Manuskript für seinen Verlag durchzulesen. Der Sturm hatte mich aufgeregt und ich war noch nicht müde. Daher blieb ich bei Billy und Clara. Wir redeten. Ich weiß noch, dass wir einmal innehielten, weil es so laut gedonnert hat. Das war sehr beeindruckend. Die Landschaft war durch das Panoramafenster taghell erleuchtet. Ich begann, mich um Großvater zu sorgen. Er war schließlich ein alter Mann und sollte bei so einem Wetter nicht draußen sein. Ich fragte mich, was er vorhatte. Schließlich sagte ich Billy, dass wir mal nachsehen sollten. Er wollte erst noch einen letzten Whisky trinken. Mein Bruder ist auch Alkoholiker, Mr. Norm, was Sie bald merken werden. Also goss ich ihm einen ein und trank ein Glas Wein, um ihm Gesellschaft zu leisten. Wir unterhielten uns bis gegen 23.30 Uhr. Wir hatten Großvater fast vergessen. In Hinsicht auf Walter Jones geben sich alle als Opfer, aber einige Leute haben trotzdem versucht, ihn von seinem Thron zu stoßen. Ich habe das nicht in Gang gesetzt, Inspektor. Hubert de Noland hat es Billy und mir vorgeschlagen. Und ich gestehe, dass ich damit einverstanden war. Aber Noland sah meinen Großvater auch häufig, ich hingegen nicht. Ich ging davon aus, dass er die Wahrheit sagte, als er meinte, mein Großvater werde senil. Tja, wenn Sie gehofft hatten, etwas zu erben, dann sieht das gar nicht gut für Sie aus. Ist der ein bisschen schadenfroh? Ich habe keinerlei Illusionen bezüglich meines Großvaters hingegeben. Und dieser Brief bestätigt bloß meine Überzeugung, dass Walter Jones ein Riesenarschloch war. Was bekamen Sie dafür, dass Sie Walter Jones psychiatrische Behandlung verhindert haben? Hören Sie, Mr. Norm, ich will Ihnen nichts vormachen. Es war immer ein Geben und Nehmen. Mein Großvater wollte sein Testament zu unseren Gunsten ändern, was völlig normal ist und in jeder Familie der Welt geschieht, wie ich hinzufügen möchte, wenn Billy und ich dieses Papier unterzeichnen. Er hat uns ein weiteres Mal manipuliert. Er hat uns reingelegt. Ich denke, dass wir nichts kriegen, rein gar nichts. Trug Walter Jones zu der Zeit eine Halskette? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Kette der, die mein Großvater trug, sehr ähnlich sieht. Dieses Familienfoto ist sehr rührend. Was? Wegen der Waffe in Ihren Händen vermute ich, dass Sie schießen können. Mein Gott, Sie wecken ja Erinnerungen, Inspektor. Das hatte ich vergessen. Aber es war großartig. Mein Großvater reiste mit uns in ein Jagdreservat in Tansania. Dort benahm er sich wie ein Kind. Ja, das ist eine der schönsten Erinnerungen an ihn. Sein kindliches Lachen bei der Safari. Während er Tiere tötete. Wow. Ja. Wissen Sie vielleicht, ob Walter Jones in der Mordnacht etwas um den Hals getragen hat? Ja, mein Großvater hat eine Kette getragen. Da bin ich mir sicher, Mr. Norm. Okay, sehr schön. Gut. Wen befragen wir noch? Das und was anders dazu. Irgendjemand hat die Kette gemobst. Naja, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge.